Was? Irgendjemand im Team hat heimlich die Spielerschätze auf den Sockeln poliert? Oh. Das ist aber nett. Polierbonus, jetzt sind die noch mehr wert? Wow. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Abenteuer hier in Dragon Quest Treasures. Und es gibt ein Gebiet, was wir noch gar nicht erkundet haben, wo es jetzt sogar weitergehen soll. Und zwar unten links im Schwingenmoor. Ich glaube, da liegt ein Schatz vergraben. Dem Geruch nach ist ein enorm wichtiger Gegenstand. Ein oben rechts sieht aus wie so ein Pfeil. Hoffentlich kein Stand-Pfeil, obwohl es eigentlich auch nicht schlecht, ne? 25% ist zwar nicht viel an Schätzen, aber wir werden da trotzdem... was finden können. 100%. Wir haben immer was gefunden. Es würde mich wundern, wenn wir jetzt auf einmal nichts finden würden. Oder was meint ihr? Ja. Ich sehe erst jetzt unten rechts diese Icons, die da so auf dem Zug da so drauf hoppen. Auch ganz süß. Hi! Ah, du bist also Mida? Herr Blechermann hat schon viel von dir erzählt. Ich bin Flutter-Fan. Nee, Frau Klappermann. Hä? Frau Klappermann? Warum stand da mal so? Das ist wahrscheinlich der Name von dem Bahnhof hier? Okay, Frau Klappermann. Was gibt's denn hier noch für Orte? Ja, ich helfe dir. Was gibt's denn hier für Orte? Steinige Stiege und grauen Schwingbrücke, irgendwas. Okay. Gut. Die erzählen jetzt immer das Gleiche. Aber danke fürs Sanguinid, das habe ich dringend nötig. Und wir gehen uns mal umschauen. Ja, komm, red nicht mehr. Neu anfangen. Das ist also das Schwingenmoor. Wir haben ja einige Missionen zu erledigen. Bring sie mit dir zurück. Was? Finde sie? Ah, hier ist jemand, den wir finden müssen. Oh, hier geht die Story weiter, deshalb ist das so auch so umrahmt. Ab hier geht die Story weiter. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Hier sollten wir nebenbei auch mal hingehen. Und das gleiche hier. Also hier sind aber die sind drei Bahnhöfe? Hier sind nicht zwei, hier sind drei. Oh, das ist ein riesiges Gebiet. Oh, das ist wirklich ein riesiges Gebiet hier. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal hier entlang. Machen so nebenbei die Story, machen das hier. Vielleicht das ja auch noch. Wir schauen einfach mal, wie viel Zeit dann bleibt. Oh ja, das ist der Plan. Wie gesagt, das ist, soweit ich weiß, das einzige Ort, wo wir noch gar nicht waren. Und das zeigt sich auch, wie viel zu finden ist. Ja, wir haben den großen Schleimkönig dabei. Ich weiß auch nicht warum, ich habe einfach dabei. Und hey, schaut mal, wer denn hier ist. Siehst du den Ballon? Den haben wir gemacht. Er ist so schön, dass ich ihn mir den ganzen Tag lang anschauen könnte. Und diese Lippen sehen doch genauso aus wie meine, oder? Aber Achtung, Küssen verboten. Das war eine Mission. Sie zu finden. Okay, cool. Ich habe sie gefunden. Das ist Teil meiner Mission, Freunde. Das gehört scheinbar dazu. Flutter-Fan. Wie? Bei Schwingenmoor habe ich ganz viel Moos und so erwartet. Ich meine, ja, hier ist Moos, aber... Jedes Mal, wenn ich mir das Spiel anschaue, ist es wirklich schön. Wirklich schön. Und da zu dem Baum sollen wir wahrscheinlich hin. Ja, oh, und hey! Drakina! Feuchte Hand! Aha. Die Namen sind natürlich mal wieder... And... Geil. Aber wir gehen also ziemlich easy. Drakina wurde gebändigt. Ja, Mann. Oh, schau mal da. Das ist also einer der Main Characters für unsere Base. Warte mal, hier ist ein Schatz. Was? Hier ist ein Schatz irgendwo. Wo denn? Am Baum? Am Baum? Ja, nehmen wir mal mit, oder? So ein komisches Team irgendwie. Mini, Schleimi, Großschleim und Ritter in Rot. Ja, man muss ja mal was Neues ausprobieren. Und Fledermaus haben wir ausgegraben. Oha. Crazy. Ja. Säbelzahnkatze. Level 33. Nein, das ist viel zu hoch für uns. So eine Schlafmütze. Sieht süß aus. Ihr mitten in der Natur finde ich bestimmt fantastische Zutaten für meine Cuisine. Hallo, hallo. Kuckuck, wen haben wir denn da? Pardon, ich hatte dich gar nicht gesehen. So, für meinen schlechten Akzent. Was hat Unappetit, Wille, wie du eigentlich an so einem gefährlichen Ort zu suchen, ha? Ich an deiner Stelle würde du der Sud nach außen laufen. Außer natürlich, du bist den weiten Weg eher gekommen, um mit Moa zu sprechen. Wie kann ich dir helfen? Ich will, dass du eine Kantine
eröffnest. Jedes Dragon Quest Spiel braucht eine Kantine. Eine Kantine, sagst du? Dann ist heute dein Glückstag, Chérie. Denn ich bin Madame Blankmanager, die Köchin ohne Gleichen. Und du gehörst bestimmt zu dem Team, das das alte Gebäude der transdrakonischen Eismann übernommen hat, Non? Ich habe so viele schöne Erinnerungen an jeden Ort, dass ich Sehnsucht bekomme. Ich hätte zu gern die Chance, einmal dort zu kochen. Aber selbst die größte Köchin kann nicht alles allein machen. Ich brauche ein Team an Elfen, sonst wird das Essen niemals rechtzeitig La Cuisine verlassen. Lass mich überlegen, welches Monster könnte ich verwenden? Ich weiß, eine Krempensau wäre magnifik für den Anfang. Du müsstest ihr im Schwingen nur eine finden. Sie halten sich oft in dieser Gegend auf. Du musst sie nicht gleich in deine Gruppe aufnehmen. Mir reicht es schon, wenn du die Kleine für dein Team aneuerst. Was soll ich finden? Also, wie heißt das Ding? Da, die Bitte. Eine Krempensau. Haben wir bisher eine Krempensau gefunden? Hast du eine Ahnung, wo das ist? Eine Krempensau. Hier im Schwingmoor. Sie halten sich oft in dieser Gegend. Okay, also hier irgendwo ungefähr in der Nähe. Krimmelkäppchen! Pilze, die vor lauter elektrischer Energie nur so knistern. Für Kugeln. Knister, knister. Da da dam bam bam. Ram zam zam. Hä? Wie jetzt? Ich hab was übersehen? Schau mal, hier ist irgendwas. Ist es die Kugel, die hier anvisiert wird, oder? Also ich kann hiermit auf jeden Fall... Kann ich hier mit dem Tag hier? Das Abschießen vielleicht. Was ist das denn für Kugeln? Betäubungskugeln. Nee, ich brauch die normale. Oh, ich hab's kaputt gemacht, sorry. Was war das? Oh, euer Ballon war das. Hey, was machst du da? Er läuft denn durch die Gegend und lässt ohne Genehmigung die Ballons anderer Leute platzen, hä? Wow, bei ihr hat das ganz einfach ausgesehen, unsere Superballons platzen zu lassen. Trotzdem hat sie nur einen einzigen Ballon zum Platzen gebracht, Schwarta. Wir haben Unmengen davon schon vergessen. Da könntest du recht haben. Es sind auf jeden Fall genug Ballons da. Ja, ganz genau. Füllen wir die Welt mit unseren Ballons. Wären die ganzen Ballons den Leuten nicht im Weg? Das scheint nicht die allerklügste Idee zu sein. Meinst du etwa, du könntest uns davon abhalten? Ich an deiner Stelle würde mir da keine allzu hohen Chancen ausrechnen. Hihihi. Unsere Ballons sind auf der ganzen Welt versteckt, selbst an den ungewöhnlichsten Orten. Ich rate dir direkt aufzugeben. Falls du es allerdings schaffst, irgendwie 10 Ballons platzen zu lassen, gibt Schatzias dir einen seiner Schätze. Ach ja, aber heißt es denn nicht, dass ich den Schatz dann verliere, Schwarzer? Oh, du behältst deinen Schatz, keine Sorge. Denk doch mal nach, sie schafft es auf keinen Fall, 10 Ballons platzen zu lassen. Ach ja, warum habe ich daran nicht gedacht? Du bist ganz schön clever, Schwarzer. Natürlich bin ich das. Also pass auf, Mida. Das ist eine Herausforderung. Ich möchte sehen, wie viele Ballons du zum Platzen bringen kannst. Zeig uns doch, was du drauf hast. Wobei du es niemals schaffst, 10 Ballons platzen zu lassen. Einen Moment, wenn sie die Welt mit Ballons füllen wollen, warum haben sie es dann für nötig gehalten, die Dinger zu verstecken? Nicht, dass das für uns von Belang wäre. Lassen wir einfach alle Ballons platzen, die wir finden, und überbringen den beiden die schlechten Nachrichten. Ja! Okay. Gut. Wenn ich die auf der Map angezeigt bekomme direkt? Wahrscheinlich nicht, aber wenn doch, wäre das natürlich von Vorteil. Man muss die finden. Na gut, wir haben jetzt gesehen, wie die aussehen. Die sind scheinbar überall auf der Welt versteckt. Verstehe. Ich gehe mal hier in die Richtung und schau mal, was wir so finden können. Es sind super viele von diesen feuchten Händen, aber die sind so schwach. Also wirklich schwach. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, gegen die zu kämpfen. Außerdem müssen wir eh noch hier in die Richtung lang. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich würde ich schon gerne dieses Monster finden, was hier gesucht wird von der Dame. Aber in welchem Gebiet könnte das denn sein? Sie meint sie hier in der Gegend. Also würde ich mal vermuten, hier so im Umkreis, oder? Was geht denn da ab? Die Welt einfach kaputt. Was? Gundrops? Krempensau, warte mal, das ist es doch. Und hier ist ein Schatz in der Nähe, aber machen wir gleich. Erstmal die Krempensau. Nein. Säusel, Heilung. Mit. Nee. Kumpelblase! Hoffentlich klappt das. Bam!
Bam! Oh, instant tot. Ich bin richtig stark. Und es hat geklappt. Okay, natürlich müssen wir aber jetzt noch zurück zur Base und dann wieder mit ihr reden. Aber dann haben wir das schon mal gemacht. Hinter den Felsen. Also hier wahrscheinlich, oder? Warte, hier ist noch ein. Hier ist noch ein Silberschatz. Das ist ein anderer Schatz hier. Warum dauert es immer so lange, die Schätze auszugraben? Ich meine, wenn man in einem Kampf ist, dauert immer alles länger. Mensch! So eine Figur wahrscheinlich. Also wenn man in einem Kampf ist, dauert ja immer alles länger, aber ich finde bei einem Schatz außerhalb von einem Kampf hätte es auch doppelt so schnell gehen können, oder? Weil die Musik macht das trotzdem spannend. Naja. Keine Ahnung. Was ist da drin? Sieht aus wie ein... Valuable! Sieht aus wie ein Spiegel oder so. Wenn ihr mich fragen würdet. Warte, ist das jetzt die Frau? Ja, oder? Ja, das ist die Frau. Gut. Wir wollen aber in... da in die Richtung. Hier vorne direkt. Wir waren sogar schon richtig. Ja, wir gehen kurz vom Weg vorbei. Hier entlang. Killen noch die anderen Krempen. Saus. Weg mit dir. Tschüss. Take this. Saftiges Steak. Leckere Sau, du. Was? Noch ein Schatz? Also 25% ist aber anders. Also mal wirklich. Ich habe mit 4 weniger Schätzen gerechnet. Jetzt haben wir schon 4. Und wir sind noch nicht mal da, wo wir heute hin wollen. Wow, cool. Wow, cool. Was auch immer das ist. Ein Haufen irgendwas. Hab ich mich jetzt verlaufen? Nö. Und ich bin im Radius. Vielleicht zu dem Schleim da hingehen? Oh, Königsschleim. Wollen wir den besiegen? Göttertrank. Oh, wie schön der aussieht. So gezeichnet irgendwie. Eine mit heiliger Stärke versehene Flüssigkeit fürs Kochen. Unser Team ist ja ungefähr dem Level von dem Königsschleim. Und wir haben einen Königsschleim bei uns. In Gelb, andere Farbe. Aber es ist trotzdem der gleiche. Versuchen wir es mal. Oha, doch, wir machen richtig gut. Oha! Ja, nice. Ich weiß, einer von uns ist 20 schon, Stufe 20, aber trotzdem, das war voll einfach. Ah. Na gut. Warte mal, wir sind noch im Radius, ne? Ja, direkt vor uns, hier. Bei dem Baum müsste es weitergehen. Hallo, Baum. Hast du was für uns? Nein? Ork-König, Level 20. Und hier sind stärkere feuchte Hände, gegen die wir kämpfen könnten. Und ein Wasserfall. Kann man da rein? Schmatze-Sumpf. Was? Was für ein Sumpf? Wer schmatzt hier? Gelbe Juwel. Eine Kiste. Schulz-Movie-Rezept. Resistenz gegen Erkräftung und Zauber erhöht. Und Hande... Was? Irgendein Köder? Was soll... Arschat der Evolution. Ein spezieller Stein, der Wandel bewirkt. Für Kugeln. Okay, sieht aus wie so ein sehr wichtiges Item, aber scheinbar ist es wirklich nur zum Kochen. Okay. Oh, was? Hier bei uns ist ein Schatz. Hier bei uns ist ein Schatz! Also! Also, ich bin gerade ein bisschen overwhelmed. Es passiert so viel auf einmal. Hey, Ritter, dich nicht mit dem großen Schleim da streiten, ja? Ah, das war der Schatz, den wir gesucht haben! Das war doch der, der oben rechts angezeigt wurde, als wir vorhin im Menü waren. Das war auch der. Right? Was haben wir denn hier Schönes? Wiederhält eine Admiralsplatte. Schaut mal, wer da drauf ist. Erhöht alle Werte. Ein Lieblingsessen von Admiral Katzbalger. Are you paying attention? Essenzeit. Bist du auf Erkundungsreise, kannst du dich einem deiner Monster nähern und A gedrückt halten, um es zu füttern. Eine schnelle Stärkung kann diverse Boni mit sich bringen. Ah. Halt! Du bist es. Ich, Admiral Katzbalger, erhebe Anspruch auf diesen Schatz. Wieder? Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Weißt du was? Behalte den Schatz. Danke. Ich spüre, dass hier das Schicksal am Werk ist. Dass wir uns wiedersehen, dient einem höheren Zweck. Und ich glaube, ich weiß auch welchem.
Du musst wissen, dass mein Ruf als Schatzjäger dringend aufpoliert werden müsste. Und darum durchkenne ich diese Gegend und suche nach Beute. Dieses Stück hier hatte ich schon länger im Visier. Das kann ich dir sagen. Dass du mir zugehoben gekommen bist, ist ein Weckruf für mich. Harter Wettbewerb würde mich zwingen, mich zu verbessern. Also brauche ich würdige Konkurrenz. Und damit meine ich dich, Mida. Ich fahre doch nicht hier mit zu einer Schatzsuche raus. Wenn du nicht bewegst, dann sämtliche Schätze dir gehören. Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn du eins hatten bist, dann treffen wir uns am Hauptbahnhof Kalte Schulter auf dem Hitzegrad. Und um zu beweisen, dass ich ein Kater bin, der zu deinem Wort steht, kannst du das hier behalten, bis wir uns wiedersehen. Betrachte es als ein Pfand. Okay, danke, schätze ich. Look! Chimärenflügel, sehr gut, die brauchen wir. Und Piratenproviant, ein Fass, das mit dem Symbol der fliegenden Freibeuter versehen wurde. Es enthält Vorräte wie Essen und Trinkwasser. Okay. Ein seltener Schatz wahrscheinlich. Cool, danke. Sieht cool aus. Ich werde deinem Kommen entgegenfiebern. Okay, bis dann. Also geht's wieder im Hitzegrad weiter. Alter, ist doch schnell. Auf dem mal drauf zu reiten und dann jung zu machen, das wäre doch mal cool. Und was haben wir hier? Eine Münze. Ja, was finde einige Medaillen? Irgendeine Mission haben wir geschafft. Ey. Du bist ein Loser, Mann. Auf uns wegzustoßen. So, geht doch. Ey. Und alles, was wir kriegen können. Okay. Wir gehen mal. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, Freunde? Ich will auf jeden Fall noch irgendein Bahnhof oder so finden. Und hier? Ne, das ist die eine. Aha! Sieh mal einer an! Boom! Das ist der zweite. Warte, sind alle 10 hier im Gebiet? Würde Sinn machen, oder? Und wisst ihr was? Wir kämpfen gegen den Ork-König. Ich habe das Gefühl, den können wir besiegen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Schatzkarte. Ein Stück Pergament, das die präzise Position eines Verlieses voller Schätze verrät. Was? X markiert den Punkt. Reise zu den auf Schatzkarten markierten Orten, um nachzusehen, was sich dort befindet. In den Tiefen des Monsternestes, auf das du dort stoßen wirst, könnte durchaus ein seltener Schatz verborgen sein. Fürs Hitzegrad stand gerade. Warte. Hier, Schatzkartenmission haben wir jetzt. Begib dich zu dem Ort auf der Karte. Hitzegrad? Okay, einfach nur Hitzegrad. Da wollen wir sowieso noch gleich hin. Aber erstmal wollen wir mindestens einen Bahnhof freischalten. Und vor allem diesen Ork-König besiegen, ja? Hä, was? Nein! Irgendwann ist besiegt worden. Oh ne, nur unser Treasure wurde verloren. Das geht gar nicht. Wieder einsammeln. Boah, der lässt nur Fleisch liegen. I'm jelly happy. Dun, da, da. Ja, hier ist eigentlich der normale Weg, aber da sind wir jetzt nicht lang gegangen tatsächlich. Ist ja auch nicht schlimm, aber. Wolltest du noch mal sagen. Und warte mal, hier ist ein Schatz in der Nähe. Was soll das? Sehen wir erstmal die Schweinchen. Schweinchen, klein, Glück allein. Wollen wir da nicht Freunde sein? Obwohl, ich habe schon einen von denen als Kumpane freigeschaltet. Muss den nur noch akzeptieren mit dem Essen, was er haben will. Okay, hey, it's close. Wahrscheinlich hier, oder? Hier würde ich doch so einen Schatz verstecken. Okay, wir schauen nach. Mir wird das so blöd. Found it. Wow. Mann, ich hasse es so sehr. Jedes Mal. Direkt 5 Meter vor mir, wenn ich nachschaue. Egal. Woohoo. Oh yeah! Eine Puppe! Jetzt bist du aus. Bam, 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 bam. Wir sind schon bald Stufe 20. Sehr schön. Gefällt mir. Was mir noch mehr gefallen würde, ist, wenn wir hier noch was finden könnten. Weiß nicht genau, was das Füttern bringt. Vielleicht stärkt das unsere Teammates für eine kurze Zeit? Könnt ihr mir vorstellen? Ich weiß nicht genau. Und schau mal, wer hier ist. Hallo. Hi.
Hallo, ich heiße Norte. Ich bin zwar nicht besonders groß, aber ich gehöre zur Prinzessin Annemonds Prätorianergarde. Ich bin hergekommen, um die Insel zu erkunden, aber dabei bin ich auf eine klitzekleine Schwierigkeit gestoßen. Es gibt nämlich 2 Steinmonumente hier, die ich untersuchen soll, aber die hiesigen Monster sind mir eine Spur zu stark. Aber du bist doch eine Schatzjägerin, stimmt's? Also habe ich mich gefragt, ob du mir nicht einen Gefallen tun könntest. Natürlich würde ich dich niemals bitten, mir umsonst zu helfen. Also werde ich dir zur Belohnung einen seltenen Schlüssel geben, den ich gefunden habe. Was sagst denn du? Sprich weiter. Ah, oh, das ist ja super. Du musst einfach nur die Steinmonumente finden und mir sagen, was drauf eingemeißelt wurde. Soweit ich weiß, gibt es hier 2 Monumente. 1 auf der steinigen Stiege und 1 auf dem Grauschwingengipfel. Ich weiß, das ist kein kleiner Gefallen, aber es springt auch eine fantastische Belohnung dabei heraus. Ja, das klingt dafür ziemlich gut und hat jemand Hunger. Warte, müssen wir es nicht eigentlich auf der Map direkt finden, sehen, tun? Okay, mitten hier im Gebirge oder im Wald oder was das ist. Direkt auf dem Gipfel gibt es ein Monument. Ah, und dann hier drüben, wo auch noch ein Bahnhof ist. Plusterplateau. Hier ist bestimmt ein Boss später, oder? Okay, ich würde aber auf jeden Fall noch gleich nochmal hier hochgehen und das hier machen, weil das ist ja schon fast nebenan. Das würde sich auf jeden Fall noch lohnen. Aber erstmal wollen wir den Kollegen hier, den steingrauen Kollegen hier, wieder wecken. Was? Schwere Steine 4? Und ein Sanguinid. Okay, das kann ich schon mal geben. Aber wo soll ich denn schwere Steine finden? Du kannst bei den grünen Mineralvorkommen hier in der Nähe nach schweren Steinen suchen. Bei den grünen, was? Grünen Steinvorkommen? Was ist denn damit gemeint? Okay, keine Ahnung. Gehen wir mal hier den Weg entlang. Ich glaube nämlich hier oben geht's lang zum anderen Bahnhof. Vielleicht finden wir ja irgendwas an grünen Steinen. Keine Ahnung. Ah ne, das ist keiner. Ich hatte ganz kurz, da oben würde sowas aufblinken, aber... Warte. Diabolischer Draco 24? Der hat einen Hut! Der hat einen richtig coolen Hut, Mann! Schade, nicht freigeschaltet. Der war cool gewesen. Und hier ist die Musik so düster. Geil, ich geht hier irgendwas ab. Was haben wir denn hier? Was ist, wenn ich da runterfahre? Bin ich dann tot? Oha! Ja, da wäre ich tot. Safe. We can do it. Oh, fast Level 30 Königsschleim. Noch ein bisschen zu hoch. Ja, die gehen eigentlich vom Level her. Ja, komm, wenn wir gerade hier sind, dann kämpfen wir auch. Wir wollen ja auch mal stärker werden, wa? Ja, ha, take this. Oh, Valinda braucht aber langsam mal ein bisschen Healing. Muss man mal aufpassen, dass sie nicht attackiert wird von dem. Was, wir schlafen? Hey, was soll das? Schlafpuder? Nein, unser Schatz. Hallo. Ich kann nicht aufwachen, Hilfe! Leute! Danke, danke. Finsterling, ein Pilz mit einer perfiden Aura. Kugeln. Haben wir ihn besiegt? Sehr gut. Was war das für ein Sound? Hast du was entdeckt? Was war das? Was? Ein Rivalenteam ist dir auf den Fersen. Was? 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 Was soll das heißen? Was soll das heißen? Ziemlich Gänsehaut. Was bedeutet das? Ein Rivalenteam ist jetzt für den Fersen. Was? Sind die bei uns in der Base? Oder was soll das heißen? Ein Rivalenteam? What? Mein Radarumriss hat auch so einen roten Umkreis. Und meine Monster haben Angst. Rivalenteam, aber da müssen wir uns doch wehren. Das ist doch wichtig. Oh, ich bin paralysiert. Oh, er ist gleich tot. Nein, er ist tot. Oh, wenn jetzt irgendwelche Monster kommen vom anderen Team, ist das sehr schlecht. Komm, Kollege, steh schnell auf, Mann. Mach doch du den Berg hier hoch. Was war das? All better. Schön, schön, schön. Da, schaut mal, das kann man schnell aufheben. Aber ausgraben dauert lange. Was? Du bist es. Okay, sollen wir hier lang? Hier ist halt der Bahnhof. Müssen wir den ganzen Berg für... Warte, was? Papa,
Wir haben so viele Schätze und alles und das sind Gegner und Rivalenteam und ich habe Angst und weißt du was? Das ist ja sowieso hier in der Nähe. Wir kommen hier drauf zurück. Ja, wir stoßen hier drauf zurück. Wir rennen jetzt erstmal wieder zum Bahnhof, um nach Hause zu kommen. Ein Rivalenteam ist auf den Fersen. Ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass die bei meiner Base sind. Weil wenn ja, dann sind die das wahrscheinlich schon fertig mit Plündern. Weil die Monster, die ich da gelassen habe, falls es irgendwas ändert, sind bestimmt nicht stark genug. Oh oh. Das macht mir wirklich Angst. Das hat perfekt gepasst. Ach verdammt, ich hab das doch gar nicht. Nein, ich hab das doch gar nicht. Ach, damn it. Oh. Okay, Freunde, dann renne ich schnell den ganzen... Was? Rivalenteam ist in der Nähe. Rivalenteam nähert sich. Was? Rivalenteam nähert sich. Ich bin überfordert. Hier jetzt? Rivalenteam nähert sich. Also solange da nicht steht, dass die irgendwas plündern oder dass die in meiner Base sind oder so, werde ich erstmal nicht zurückgehen, oder? Warte, sind das die Dinger, die ich suche? Ja, schwerer Stein! Oh mein Gott, eine durch seine eigene Dichte verformter Kristall. Für Kugeln normalerweise. Wir brauchen aber 4 Stück von denen. Haben 2 jetzt gefunden. Wir finden es 4 Schwersteine und 3 Steine. Da haben wir genug, dann haben wir alles. Oh mein Gott. Ja, okay, dann wieder zurück. Okay, dann können wir es doch noch freischalten. Super. Ist das der einzige Ort, wo man das finden kann? Na, ist auch egal. Treasure and the Gang. Ja, Mann. Sowas von. So schnell. Das Rivalenteam nähert sich. Was heißt das, Mann? Ja, schnell, mach halt. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Aber wo nähern die sich denn? Grauschweigenpforte. Okay, es ist jetzt ein roter Text. Das heißt, sie werden jetzt ganz in der Nähe sein. Warte, sind die das? Nee. Hä? Okay. Was? Oben habe ich so eine Leiste. Mann, ich weiß doch auch nicht. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Wir gehen zur Base zurück. Denn hier ist gerade Ärger. Irgendein Rivalenteam. Wir wollen uns nicht mit denen messen. Zumindest noch nicht. Noch habe ich ein bisschen Angst. Und ich muss mir Kieselsteine holen. Am besten welche herstellen lassen oder kaufen. So, aber jetzt sind wir erstmal zurück. Und alles in der Ruhe, eins nach dem anderen. Wir schauen mal, was wir machen. Da haben wir noch so viel zu tun. Es ist so viel Content in diesem Spiel. Unfassbar. Yeah. Süß. Statue einer Flederkuh. Geil. 80k. Und auch 92. Ein Modell eines Monsters einer fernen Welt. Ja, aus den späteren Spielen halt. Was ist das denn? Statue eines Priesters. Was? Was ist das für ein Spiel denn? 130k. Die Statue eines heiligen Helfers, dessen Zauber Leiden zu lindern und Leben zu spenden vermochten. Ja. Fundiger Pfeffer. Ich muss jetzt das Tee lesen, ne? 23k, eine Prise Pfeffer vom Ufer eines hochverehrten Flusses. Liebesschlüssel! Der ist 100k wert? Ein Schlüssel, der angeblich von Lutz Langfinger angefertigt wurde. Immer dieser Langfinger, Lutz. Traumstein, ja, den. Das sehe ich im Traum, glaube ich. So gesehen. Fast 1 Million? Dieser superbe Rubin ist eine von Feen hochgeschätzte Kostbarkeit. Was? Der ist im Essen? Hey, wer bist du denn? Irgendein Protagonist, glaube ich, oder? Statue des ersten Erbauers. Ah, Dragon Quest Builders, oder? Über 1 Million. Die Statue eines jungen Mannes, der versuchte, inmitten einer vollkommen vernichteten Welt eine Stadt zu errichten. Hat das einen Lore-Grund, warum es hier Charaktere aus späteren Spielen gibt? Oder ist das einfach nur so, das war von Easter Egg? Haha. Aber das ist lustig.
Und ich glaube, wir haben jetzt sogar genug. Oder? Achso, wir haben noch ein paar besondere Schätze, genau. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug Geld, um den nächsten Rang zu erreichen. Hoffe ich zumindest. Piratenproviant! 78k! Irgendjemand im Team hat heimlich die Spielerschätze auf den Socken poliert. Ja, danke. Nett von euch. Fast 2 Millionen wert diesmal. Schön. Oder mittlerweile. Ja, Mann! Yes, von kompetenten Jäger. Gehen wir hoch auf Rang 6. Passionierte Jäger. Ja, Mann, das war eine Passion. Ich frage mich, ob Rang 10 schon das letzte sein wird oder ob man über Rang 10 werden kann. Erfolg beruht auf guter Zusammenarbeit. Warte, ich habe es nur ganz knapp geschafft. Oh, ich brauche fast das Doppelte als nächstes. Oh, okay. Okay. Hallo, Mida. Du hast aber wirklich enorm viele Schätze zusammengetragen. Hey, bevor ich es vergesse, ich habe eine Nachricht vom Vorarbeiter an dich. Wie du weißt, ist er unten im Gewirr schwer damit beschäftigt zu graben. Er meinte, er hätte eine Treppe gefunden, die noch weiter nach unten führt. Du solltest hingehen und dir das näher ansehen. Und zwar schleunigst. Okay. Mida und die anderen begeben sich zum Gewirr, um nachzusehen, was er denn so gefunden haben sollte. Er freut sich schon. Hey! Ja, Eric? Was gibt's? Ich habe gehört, dass der Vorarbeiter was Interessantes ausgraben hat. Und das musste ich mir einfach ansehen. Der Vorarbeiter hat eine Treppe freigelegt, die weiter nach unten führt. Hinter dem Gewirr steckt mehr, als wir zuerst gedacht haben. Boah, sieht das cool aus. Und da unten gibt es bestimmt Schätze in Hülle und Fülle. Schauen wir uns das genauer an. Du hast Zugang zur zweiten Ebene des Gewirrs. Yeah! Anscheinend hat der Vorarbeiter auch diese Schatztruhe ausgegraben. Öffnen wir sie. Okay. Hoffentlich ein Hinweis auf den nächsten Stein. Miau! Eine Tafel. Welch freudige Überraschung. Let's see what it says. Ich sollte mir wohl mal ansehen, was da steht. Das sieht cool aus. Suche die Zitrinkralle am entlegenen Rand eines grasbewachsenen Landes. Hinter dem Plusterplateau, wo mächtige Krieger umherstreifen. Ist das nicht da, wo wir gerade waren? So, es geht um die Zitrinkralle. Ich bin mir sicher, ziemlich sicher sogar. Hier steht, dass wir im Schwengelmoor danach suchen sollten. Ja, da waren wir doch gerade. Hinter dem Plusterplateau, wo mächtige Krieger umherstreifen. Irgendeine Idee, was ein Plusterplateau ist? Ich glaube, es befindet sich im Schwengelmoor. Wir müssen es auf der Karte finden. Not a bad idea. Dürfte machbar sein, aber diese mächtigen Krieger bereiten mir Kopfzerbrechen. Klingt das nicht ein bisschen gefährlich? Well. Da könntest du recht haben. Wie wäre es, wenn wir ein paar Monster mitnehmen, die uns helfen, im Eiltempo über das Plateau zu sausen? Okay, Tafel des Krallenkrallers. Du hast neue Informationen über die Mission. Schnell wie der Wind. Naja, unser Ritter kann ja rennen. Von daher, da haben wir schon mal was. Was geht ab? Kann ich's machen? Das Team will unsere Schätze. Was? Halte den Dieb! Rivalenteams werden auf deine Spielerschätze aufmerksam, sobald du sie im Tresorraum aufstellst. Sieh beim Banner auf dem Planungsplatz nach dem Rechten, um etwaige Langfinger zu vertreiben und deine Schätze zu verteidigen. Wie, da sind welche? Wie jetzt? Warte. Oh, nett. Zurück. Hier ist jemand? Oder warum ist diese Musik gerade so abdrehen? Was zum... Hä? Hier sind wirklich welche! Oder? Team, die wilden Wüteriche haben es auf den Schatz Muskelgurt abgesehen. Ja, natürlich stoppen wir sie, warum nicht? Sind das andere Spieler oder ist das einfach nur so voreingestellt? Die sind nicht schwach. Die sind nicht schwach. Oh oh. Oh oh, die sind wirklich nicht schwach. Oh mein Gott. Heilungskugel auf ihn. Nein, auf ihn. Nein, hier. Bitteschön. Du brauchst sie, du hast sie nötig. Und ich... Was? Gott, geht's euch gut? Ja, ein bisschen Healing.
Oh, daneben. Also nicht getroffen. Gut. Oh Gott, die sind viel zu stark. Nimm die Kugeln! Nein! Weg, 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 weg. Bisschen plötzlich. Glaub auch, du. Bisschen plötzlich weg mit dir. Oh, die sind richtig stark. Ey. Ey, ey. Weg mit dir. How'd you like this, huh? Hab ich was auf diesen, für den Stein. Muss ein bisschen sparsamer umgehen. Vielleicht ein bisschen mehr heilen. Schön. Schön. Braucht noch jemand was? Stopp. Nee, euch geht's gut. Okay. Boah, die Schleuder ist wirklich super wichtig in diesem Spiel, ehrlich. Super wichtig. Puh, ohne die hätte ich das nicht gewonnen. This isn't over. Das ist nicht over? Wuhu! Dein Schatz ist safe! Ja, sicher. Dun, 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 dun. Du hast den Schatzmuskelgurt vor dem Team die wilden Wüsterichte verteidigt. Und damit kriegen wir einen Siegbonus. Also es lohnt sich zu kämpfen. 4 Millionen ist er jetzt wert. Schön. Ah, gut. Okay, warte, bevor wir jetzt runtergehen. Aber kurz mit Eric tauschen. Ich will immer so ein bisschen so eine Balance halten von beiden Charakteren. So. Und. Damit wir das hier schon mal machen können. Mach ich das eben. Können wir das gleich nochmal direkt machen, denn Huta müssen wir. Nein. Warum fehlt mir hier was? Ach nö. Wieso habe ich denn. Was ist das für ein Gras? Okay, ich muss nochmal dahin zurück gleich. Mach ich also gleich. Aber schauen wir doch mal, ob wir noch mit dem anderen hier haben können. Seucharias. Ah ja. Zanibal. Okay. Ja, nee. Weiß ich nicht, ob ich alle unbedingt haben möchte. Okay, ich renne nochmal den ganzen Weg runter. Und dann schauen wir mal, was abgeht, würde ich sagen. Also hier ist ja Ort und Stelle. Hier sollte es sein. Können wir einfach runterspringen, oder? Andererseits, vielleicht kriegen wir Schaden. Ja, hat gepasst. Jetzt noch weiter runter. Aber ich vermute, hier geht es dann noch nicht weiter, oder? Oh, die Lampen sehen schick aus. RGB-Lampen oder Fackel. Und ihr müsst noch arbeiten. Hier ist noch weitere Ebene, ich bin mir sicher. Okay. Interessant. Hier ist auf jeden Fall nochmal so ein Durchgang. Und Schätze. Und Schätze. Komm auf hier. Yes, ein Sanguinit. Neu. Zwei Brocken waren das. Oha. Und Wundermittelkugelformel. Mittel. Verstehe. Ich speichere kurz ab, glaube ich. Ich habe doch gar nicht abgespeichert, wie ihr sehen könnt. Badam. So, gut. Schön. Schaut auf euch. Und. Oh, empfohlene Stufe 20. Okay. Dann machen wir das erst beim nächsten Mal, würde ich sagen. Boah, wir müssen ein bisschen. Ich habe Angst. Es kann sein. Okay. Es kann auf jeden Fall sein, dass wir. Oder dass ich zumindest ein bisschen offscreen farmen muss. Gegenstände und halt Level. Ich hoffe es nicht, aber es kann auf jeden Fall sein, dass man grinden muss. Ich habe auch jetzt gerade das allererste Mal unten bei diesem A-Button den Schleim gesehen. Sehr süß. Wir können uns hier nochmal kurz umschauen, weil das habe ich auch noch nicht angesprochen. Are you making progress? Wir haben hier was. Ja. Wir kriegen frische Milch direkt aus dem Euter in die Flasche. Wird hauptsächlich zum Kochen verwendet. Und von Säbelzahnkatzen fallen gelassen. Okay. Nett, schätze ich. Was war mit ihm eigentlich nochmal? Sei gegrüßt, Eric. Erinnerst du dich an mich? Ich bin Alan. Ich kann eine Verbindung zu anderen Teams herstellen. Verschickt einen ausgewählten Schatz an einem ausgewählten Ort. Andere Teams suchen ihn. Vergnügen. Okay, ist ein Robotschafter, der in der Basis wohnt. Mit Internetverbindung Schätze entdecken. Aha. Interessant.
Werden wir vielleicht auch mal machen. Auf jeden Fall nicht in nächster Zeit, aber bestimmt auch einmal. Und... ja, dann gehe ich nochmal schnell ins Hitzegrad. Ah, nee. Nee, warte. Ich gehe nochmal eben in Schwingenmoor. Wir müssen so oder so dahin, wie ich gerade sehen kann. Ah, wir gehen hier lang. Und dann gehe ich ganz kurz Materialien farmen. Bisschen Gräser oder was auch immer. Nebenbei noch einen Schatz entdeckt. Yeah. Oh, und direkt den nächsten Schatz entdeckt. Hier vorne. Das ist aber ein richtiger Schatz. Das andere war gerade ein Silberschatz. Das ist ein richtiger. Und übrigens, falls ihr wissen wollt, wo das da hinten ist. Ich hab's literally vorhin sogar erwähnt, wo es sein könnte. Hey, sie freut sich sogar. Yes, ich level gerade ein bisschen. Und hier drüben. War klar, dass wir da auch noch hin müssten. Ja. Da ist also unser Schatz. Hier ist aber auch irgendwas noch los. Da muss ich auch noch gleich nachschauen. Psst, die schlafen hier. Während sie schlafen, können wir deren Schatz stehlen. Verlangsamungskugel. Senkt das Geschick eines Gegners. Oh, und ich habe scheinbar hier vorne, als bei dem Baum und bei dem Gipfel hier, in der Ecke eine Kiste gesehen. Oh, bisschen Prinzenpulver. Warum auch nicht? Oh, und nochmal zwei weitere Schätze gefunden. Der eine Silberschatz direkt hier. Ich weiß nicht, ob man sieht, wo ich bin. Am Rande der Welt. Looks pretty valuable. Ich glaube, es ist dieses Schweinvieh, oder? Sieht zumindest so ähnlich aus. Das andere. Ich glaube, hier vermutlich bei dem Baum? Nein? Ihr wisst, wie ich das hasse. Was? Ach so, oh. Hinter mir. Ah, diesmal waren es 5 Schritte hinter mir, nicht 5 Schritte vor mir. Das ist ein großer Unterschied. Ja, ein bisschen ist es schon ein Unterschied. Na gut. How much is this worth? Die haben wir schon, oder? So, what is it? Unser Schatz. Schmeichelndes Porträt einer Person. 80k. Über 90. Ein völlig falsches Porträt von Prinz Charmels, auf dem er fantastisch aussieht. Prinz Charmels? Was? Oh, die ist ja süß. Was ist das denn? Statue von Tanya. Warte, kenne ich die nicht sogar? 1,5 Mille. Ist sie aus Dragon Quest 9 oder aus einem ähnlichen Spiel? Die Statue einer Seele von Schwester, die geduldig auf die Rückkehr ihres Bruders von einer Reise erwartet. Okay. Statue eines Geistes. 100k. Der ist ja lustig. Der könnte so ein lustiges Menschen sein. Ein Modell eines Monsters aus einer fernen Welt. Nee, das, die ist aus Dragon Quest 9. Ja, Thekla. Die kenne ich. 1 Million. Die Statue einer jungen Frau mit einer Gabe, die sie zur geborenen Gastwirtin machte. Da, sie war in der Taverne, ich erinnere mich. Oh mein Gott. Die References sind cool. Boah, das alleine schon über 3,5 Mille? Ah. Okay. So, Spiel. Und bitte. Bitte sag mir, dass wir jetzt endlich genug haben, um diesen Typen da freizuschalten, weil das ist das, was ich die ganze Zeit versuche. Komm schon, ich hab doch jetzt bestimmt genug. Some applications came in. Huter? Ja, ich hab genau 6. Wattkraut heißt das, okay. Das sieht man aber auch erst, wenn man das macht. Also wenn man es hat, dann sieht man erst, wie es heißt. Voll dumm. Dass ich mir hier nicht anschauen kann, wie es heißt, sondern nur, wie es aussieht. Ja, toll, jetzt ob ich mir alle Namen merken kann, weißt du? Egal, wir haben es. Das ist das Wichtigste. Wir können die beiden auch noch reintun. Vielleicht würde ich ihn reintun, weil... er kann halt mehr. Er ist Stufe 18 direkt schon. Ihn müsste ich erstmal leveln. Und ich habe von diesem Kraut 7 Stück. Also machen wir ihn rein. Yes! Oh, ich habe aus dem geskippt. Sorry. Tun wir dafür ihn hier raus. Für eine Weile. So. Genau. Das passt schon mal. Ja, Glacius, das wird langsam schwierig, ne? Da müsste ich nochmal in das Eisgebiet irgendwas sammeln.
jeden Fall. Na gut, Freunde. Wir haben hier noch was. So, Sachen abgeben, ne? New Stock. Ja, Tacos. Das sieht aus dem Auge. Das sieht voll cool aus, irgendwie. Wir brauchen mehr Steine. Wir brauchen viel mehr Steine. Viel mehr. Das ist gut. Mindestens 100. Okay, Freunde, und beim nächsten Mal gehen krasse Dinge ab. Vielleicht mal so eine Story weiter. Ich werde mal schauen, was wir diesmal machen. Es gibt nämlich noch so viel, was wir tun können. Könnten. Und es ist einfach so viel. Es ist einfach so unfassbar viel, Mann. Wo ist denn ein Slime? Ist er in meinem Team? Wahrscheinlich. Na gut. Warum tanzt der so? Oh Mann, das ist albern. Ey, es ist so dumm. Ich liebe es irgendwie. Are you making progress? Ja, ich mache Progress. Ich mache Quick Buck. Really? Ja, really. Lila Juwel mit kurioser Kristallstruktur. Okay. Interessant.